Postbote zweimal klingelt, ne? Ja, mein Paket ist da. Mal wieder eine schöne eBay-Auktion. Und die gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Das ist jetzt ein sogenanntes Opening-Video. Na, wie heißen das hier? Egal. Wir gucken uns das zusammen an. Ich habe mir mal Werkzeug gekauft. Mal wieder. Und wie man sieht, yippee, da ist er. Eine Brustleier. Ja, das wird mein neuer Bohrer sein hier. Und weil das nicht genug ist, habe ich mir gedacht, dann kaufen wir gleich die richtige Auktion. Mal weg mit dem Karton hier. Und in der Auktion waren tatsächlich noch ein ganz paar, wie man sieht, Bohrer. Jetzt stand drin eine Mischung aus neu und alt. Also ich gehe mal davon aus, hier, sowas hier ist alt. Da klebt überall Silikon drauf. Das fühlt sich nach Silikon an. Der muss also massiv sauber gemacht werden. Ja, hübsches Ding. Kann man dann auch gleich mal ausprobieren. Ich nehme mal hier einen Bohrer raus. Und dann probieren wir gleich mal das Ding aus. So. Die Bohrer passen schon mal. Halten. Wackeln auch nicht großartig. Und dann können wir uns gleich mal so die ersten zwei Löcher bohren. So, können wir mal ein Stück zurechtrücken hier. Und dann setzen wir unseren Bohrer mal an. Ne? Nun gibt es diverse Tricks, um zu gucken, ob das gerade ist. Ich stelle mir da mal einen Winkel zu. Dann kann ich anhand des Winkels, oh, das ist aber knapp hier. Oh ja, das ist knapp. Da brauche ich einen kleineren Winkel demnächst. Alles klar. Also ich versuche das mal im Auge zu halten hier und gerade zu machen. Das ist das übrigens allererste Mal, dass ich mit einem Handbohrer, mit einer Brustleier, ein Loch mache. Und es geht wie Butter. Also tatsächlich wie Butter. Mal gucken, soll ja unten, ja, Tipp ist schon da. Bin unten schon durch. Da ist es. Und dann bohren wir jetzt mal von der anderen Seite mit zu, damit wir nicht so viel Ausbrüche haben. Ne? So, rein in den Tipp, ins Loch. Und jetzt von der anderen Seite gegenbohren. Geht wie Butter, da ist er. Drin ist er. Und durch ist er. Jawoll. Ohne großartig jetzt eine Maschine zu laden oder so. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal. Wir haben an der Oberfläche hier oben ganz wenig Ausbrüche. Das ist vernachlässigbar. Das ist jetzt hier vom Hochziehen. Da. Das ist okay. Und an der Unterseite auch minimal, aber ein schönes Loch. Also sauber ist es noch nicht. Da ist es. Schönes Loch. Hat funktioniert. Gucken wir mal. Spannen wir noch mal ein, das Ding. Jetzt Bohrerwechsel. Los geht das. Nehmen wir mal einen großen. Und rein damit. Hält schon. Super. Dann wollen wir mal einfach mal ein großes Loch. Ich hätte nicht gedacht, dass man den so leicht, so stabil gerade halten kann. Wahnsinn. Ich bohre jetzt einfach mal komplett durch, ne? Tipp unten guckt noch nicht. Ja, umso größer der Bohrer wird, umso mehr Kraft braucht man. Das sehe ich. Das merke ich, das spürt man. So, unten ist er durch.
Aber so richtig durch will er noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass von dem Bohrer hier oben die Kanten nicht mehr wirklich ganz scharf sind. Drehen wir einmal um. Schnell festgespannt. Und dann probieren wir den letzten Rest nochmal von oben. Ne? Ja, so ein bisschen drücken. Da hat er gegriffen. Jetzt ist er durch. Schönes Loch. Ohne Lärm, ohne Strom. Da ist das Loch. Keinerlei Ausbrüche hier. Sauber geschnitten hier. Den ersten Anfang und von oben auch. Also hier in dem Holz. Perfektes Loch jetzt. Innen auch relativ gerade, relativ schön hier. Ohne große Ausrisse. Ja Mensch, Leute. Die Brustleier. Nennt man die so? Brustleier? Ja, ich denke schon. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bohrern für unter 30 Euro. Das war mal eine eBay-Auktion. Die hat sich gelohnt. Unter 30 Euro inklusive Lieferung. Jawohl, ich habe meine Brustleier. Los geht das. So viel zu meinem neuen Bohrer. Der wird meine Werkstatt jetzt hervorragend ergänzen.